Moin Moin Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute mache ich mit euch. Ja, was mache ich heute mit euch? Das ist mehr ein Test, weil ich mache das auch noch für meinen zweiten Kanal. Ich habe ja noch so einen kleinen Einkochen- und Presse-Kenner. Aber da lade ich ganz selten mal einen Film hoch, weil ich da nicht so viel Zeit für habe. Aber ich wollte das halt ein bisschen getrennt halten. Aber das mit der so Dose, das kann man in beiden Kanälen machen. Also heißt einmal im Pressstuhlkanal einkochen, so wie ich das hier auch mache, aber auch ganz normal in jeden Kochpot, in jeden Schnellkochpot. Das kann man da genauso machen wie hier und das will ich euch erklären. Ihr könnt hier auf dem Bild sehen, die kleine Karamellcreme und die stellen wir einfach her, was eigentlich ganz einfach ist. Heute mache ich mal einen Versuch. Ja, so richtig einkochen ist es nicht. Ich will hier aus dieser gezuckerten Kondensmilch will ich eine Karamellsoße machen oder Karamell. Und das versuche ich hier in diesen Topf zu machen. Da gibt es viele Verfahren, die man machen könnte. Man muss ja nicht unbedingt in den Presslufthammer, aber ich will das einfach mal so testen, ob da das hier so ein Ding ist, ob das aufgeht, ob das alles hält oder sonst was. Ne? Ich nehme aber auch nicht den ganz großen Druck wie sonst. Ne, normal koche ich ja einmal mit 15 PSI ein und diesmal mache ich das einfach nur mit 10 PSI und dann eine halbe Stunde. Aber das schnacke ich dann noch zu. So, fangen wir mal an. Man kann das Ganze auch einfach, zuerst mal nimmt man hier das Papier ab, ne? Man kann das Ganze ganz normal aufmachen im Topf, reinkippen und kochen. Aber man muss ungefähr eine Stunde dabei stehen, so im Großen und Ganzen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ihr macht das im Topf, dauert auch ungefähr eine Stunde und lässt es im Topf ganz leise vor sich hin brutzeln. Also, dass es so ein bisschen simmert oder so. Oder ihr nehmt einen ganz normalen Schnellkochtopf. Ich habe keinen Schnellkochtopf, ich habe aber den Presslufthammer. Und Schnellkochtopf, was ich so weiß, hat glaube ich 117 Grad. Und wenn ich den Presslufthammer auch so 117 Grad haben will, dann muss ich den bei 10 PSI, also bei 1 Bar einkochen. Ich koche ja sonst immer bei 15 PSI ein. Aber das würde dann zu viel werden. Und ich will auch nur gucken, ob die Dose hier aufknallt, ob das da drin hält oder nicht. Und dann hat man nachher nochmal einen schönen Karamell, ne? Kann man Bonchi draus machen, Soße mit Sahne verfeinern, ein bisschen Butter dazu, wie auch immer. Also, ihr packt euch das in euren Topf, ich hier auch. Legt euch das einfach so rein. Normal soll das da drin versenken, aber mehr wie 3 Liter Wasser darf ich hier nicht reinpacken. Also, das ist auch schon mal, ne? Und hin und her drehen kann ich das nicht. Ich hoffe durch den Druck und durch den so Dampf, dass er die Bräune des Karamells bekommt. Im Topf klappt das auf jeden Fall und im Schnellkochpot weiß ich gar nicht, ich habe keinen, deswegen kann ich auch nicht mitreden. Aber ich glaube, da kann man ein bisschen mehr Wasser. Der ist auch nicht so breit, sodass die Dose dann versenkt ist. Hier ist sie nicht versenkt. Hier ist sie einfach, jo, ne? Ich hoffe, dass das so klappt und weiß nicht. Ich stelle sie einfach hin. Jetzt mache ich mir mein Herd an. Erstmal auf Vollpower. Ich brauche erstmal Druck. Dann kommt dann natürlich noch ein Schuss Essig rein. So, Essig ist einfach nur dafür, dass das durch den Dampf nicht so Kalk annimmt. So, jetzt kommt mein Presslufthammer, der Deckel drauf. So, da ist hier so ein Nippel. Also, wer das alles noch nicht gesehen hat, den erkläre ich das nochmal. So, den einfach drauf. Und jetzt stellen wir das auf Vollpower. Erstmal. Und dann habe ich hier so ein, ja, so ein Druck, der kommt nachher hier drauf, ne? Aber dann nehme ich einen Ring runter. Also, alle drei Ringe, also 1, 2, 3, hat 15 PSI und ich brauche nachher nur 10. Weil ich muss hier nicht auf Botulismus achten oder sonst was. Ich will einfach nur, dass daraus, dass das karamellisiert und dann muss ich nachher den Druck so bei 10 haben. Obwohl das in diesem Fall vielleicht auch gar nicht ganz so da wichtig ist, weil ich will es nicht halber machen. Ich mache mir die Dose nachher auf. Aber das wäre jetzt eigentlich eine schnelle Art, ob ich jetzt ein Schnellkochbrot habe oder diesen habe oder normalen Topf. Ne, da geht das genauso. Oder ihr macht die Dose auf, so wie ich sagte, ne? Das sind 4 verschiedene Verfahren, die man jetzt machen könnte, die ich so aus dem Kopf weiß. Vielleicht gibt es noch andere, könnt ihr gerne mal sagen. Auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Das erste Verfahren wäre, einen Topf nehmen, die Dose aufmachen, rein und die ganze Zeit rühren. Zweite, normalen Topf und dann ungefähr eine Stunde braucht das dann oder Stunde 15 Minuten so, bis es braun wird. Also bis das da drin, weil das ist ja nur eine reine Dosenmilch, ne? Eine gezuckerte Dosenmilch, die ist hell. Und wir wollen es ja nachher dunkel haben. Also karamellfarbig. Der zweite ist im Schnellkochtopf, ungefähr eine halbe Stunde. Wenn man das sehr dunkel haben will, macht man eben 40 Minuten raus. Ich habe hier gar keine Erfahrung mit, habe das auch noch nirgendwo gesehen oder so. Macht das hier eine halbe Stunde bei 10 PSI. Jetzt muss das natürlich erstmal so kochen, das ist Voraussetzung. Und das heißt, wenn hier der Dampf raufkommt, so ein gleichmäßiger Dampf, dann warte ich nochmal 10 Minuten und dann kommt der drauf für eine halbe Stunde. Ja, dann ist er zwar noch länger drin, aber schauen wir mal. Wie gesagt, eigentlich müsste das gar nicht. Eigentlich könnte ich den auch so offen lassen, das wäre auch eine Möglichkeit. Dass ich das gar nicht unter Dampf mache, aber ich will das ja probieren. Ich hoffe nicht, dass mir die Dose da drin aufplatzt, aber das werden wir sehen. Gut, jetzt müssen wir warten. So, die 10 Minuten sind rum. Jetzt mache ich mir den hier drauf.
Und jetzt warte ich hier, bis es auf 10 ist, 10 PSI. Dann habe ich genau die Hitze, die ich da drin haben will. Den Druck, ja, den brauche ich ja für die Dose eigentlich nicht. Ich brauche ja nur die Hitze, wenn ich das jetzt mit einem Schnellkochtopf vergleiche. Aber das geht so relativ schnell jetzt, da ich ja noch voll Power habe, dann stelle ich mir den gleich so runter. Und normal würde ich dann sagen, wenn wir bei 10 PSI ist, darf er die 10 nicht unterstreichen, sonst muss man das Ganze nochmal von vorne machen. Wir wollen heute nichts einkochen, ich will nur versuchen, dass ich die Dose da drinne im Presso-Kenner, dass es genauso zum Karamell wird. So kann man dann sagen, wenn man mal größere Mengen braucht, macht man da 10 Dosen rein und dann haben wir eine schöne Karamelldose, ne? Nur so als Gedanke, ne? Die anderen Verfahren habe ich euch erzählt, brauche ich nicht nochmal aufzählen. Kann da jeder das machen, wie er will. Ich habe den nun da, ne? Also der gehört nicht mir, der ist von der Arbeit, aber ich habe gerade Urlaub und dann benutzt den keiner, ne? Den benutzt nur echter eigentlich, so mit den Leuten zusammen halt, ne? Mit den Teilnehmern. Aber habe ich mir gesagt, jetzt da im so Urlaub, ein, zwei so da Filme kann ich mal wieder machen, weil das eigentlich so selten ist, dass ich auf meinen Presso-Kenner-Kanal, ne? Aber wie gesagt, da sind die grundlegenden Sachen drauf, genau wie auch auf hier, Ariels Hausmannskost, auch genauso, ne? Na gut, okay, jetzt warten wir, bis es 10 ist, so auf 10 PSI und dann machen wir dann eine halbe Stunde. 25 würden vielleicht auch reichen, weil er ja die ganze Zeit schon, jetzt ist er auch schon unter Druck, ne? Aber wie gesagt, da ich damit keine Erfahrung habe mit der Dose, probiere ich das halt so aus. Und das ist ja der Sinn der Sache, um zu testen, dass man beim nächsten Mal, wenn das klappen soll und das karamellisiert ist, also dunkel ist, ne? Dann, ja, dann weiß man beim nächsten Zeit Bescheid. Ich brauche auf der Arbeit, entweder macht man sich Karamellsoße oder man hat so die Dosen, gibt Zucker gleich im Angebot. Das ist alles nur ausprobieren. Jeder muss da wissen, was er macht, wie vorhin die Karamellsoße zu machen mit Sahne. Genauso lecker, ne? Also, es muss sowieso immer jeder wissen, wie er kochen möchte, was er kochen möchte. Ich versuche ein paar Rezepte zu zeigen, wo ich weiß, die funktionieren oder alle Rezepte, die ich zeige, funktionieren, wo da schon 20, 30, 40, teilweise 50 Jahre Erfahrung hintersteckt, manche sogar 70, 80 von Oma und Uroma und so und die auch immer da wieder ankommen und so ist das auch in diesem Fall und das ist das, was ich immer vermitteln möchte. Euch soll es zum Schluss schmecken. Ich kann euch nur so ein bisschen dahin leiten und zum Schluss müsst ihr sowieso sehen, was ihr macht, was ihr dazu gibt und auch mit den Gewürzen, ne? Also ihr müsst selber sehen, nachher ein bisschen Salz, Pfeffer. Ich koche sehr kräftig und ihr halt vielleicht nicht so. Da müsst ihr ein bisschen weniger Salz nehmen, ne? Aber da findet ihr dann auch raus. Kochen wir schön. So gut, okay, wir warten noch einen Moment. So, ich mache von jetzt eine halbe Stunde. Der hat das fast erreicht, ne? Ihr könnt gleich sehen, gleich fängt er richtig an zu tanzen. Dieser Regulator, das ist ein Druckregulator, wer das noch nicht weiß, der fängt gleich an ein bisschen zu tanzen und dadurch entweicht immer ein bisschen Luft. So hält er denn die Luft. Wie gesagt, ich will hier nicht einkochen, sonst würde ich euch noch zeigen, Gläser im Backofen oder abkochen, wie auch immer. Ist heute alles nichts. Ich stelle mir das jetzt genau auf eine halbe Stunde und danach stellen wir das einfach auf. Lassen das Ganze abkühlen und dann sehen wir weiter. Jetzt fängt er an zu tanzen. Hier könnt ihr sehen. Jetzt bewegt er sich hin und her und so versucht er zu halten. So, ich stelle mir den jetzt einfach auf 7 und Stufe 2. Ich glaube, das war ganz gut hier. Ich weiß es nicht mehr genau. Weil jetzt ist er ja schon so drüber auf 12 und das will ich ja nicht. Dann soll das nur halten. In der Hoffnung, dass die Dose da drin nicht platzt, ne? Habe ich noch nicht ausprobiert, weil da ist ja jetzt nur mal Druck drunter. Aber habt ihr im Schnellkochtopf auch Druck? Das am Ofen müsst ihr natürlich für euch rausfinden, so, dass er die 10 hält. Wenn das Original dabei ist, dann müsst ihr immer darauf achten. Da brauche ich jetzt nicht drauf achten. Der hält die 10, da noch eben auf voll Power war, hält er auch mehr. Das ist der Original, der würde auf 15 PSI hochgehen. Und den könnt ihr nur mit den Regulierungen der Platten machen. Hier könntet ihr auch das hochlassen. Der bleibt bei 10, 12, solange wie ihr die zwei Ringe drauf hat. Und jeder Ring simuliert 5 PSI. So, jetzt warten wir eine halbe Stunde. So, die halbe Stunde ist jetzt rum. Jetzt stelle ich das einfach nur aus. Stell das beiseite. Und macht nichts mehr. Der war die ganze Zeit auf 10 PSI. Wichtig ist jetzt, dass dieser Knopf nach unten muss. Wenn der unten ist, dann können wir auch den abnehmen, den Druckregulator, und dann können wir aufmachen. Das ist beim Einkochen, weil der braucht die ganze Zeit dafür. Jetzt bei der Dose, ja, könnte man wahrscheinlich ein bisschen kalt abspülen, den abmachen oder sonst was, aber hallo, ich habe Zeit, was soll das, ne? Ich kann jetzt auch noch eine Viertelstunde warten, ne? Also auf jeden Fall ist es jetzt so, wir warten, bis dieser runter ist, und wenn er unten ist, können wir abmachen, Deckel aufmachen, und dann schauen wir uns die Dose an. So, der Knopf ist runter. Das war nach 15 Minuten schon. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob es das Ergebnis verfälscht oder sonst was. Ne, ich war eben noch mal eine Stunde weg, musste meinen so Enkel noch mal abholen. Deswegen ist das da noch im gestochenen Pott eine Viertelstunde drin gewesen. Normal hätte ich das nach 20 Minuten rausgeholt, weil dieser unten war. So, jetzt mache ich den auf. Ganz wichtig, der ist trotzdem noch heiß. Immer vom Körper weg. Die Dose ist heil geblieben. Das schon mal jetzt dazu. Leicht gewölbt.
Jetzt müssen wir die natürlich noch abkühlen lassen, aber so heiß ist sie auch nicht mehr, weil das war ja auch schon über eine Stunde auf, aber das Wasser ist trotzdem noch heiß. So, durch und zu essen, ich hat sich kein Kalk gebildet. So, da ich ja neugierig bin, oder wir alle neugierig bin, werde ich auch die gleich aufmachen. Oh, ich hoffe nicht, dass mir da irgendwas entgegenkommt, denn ich bin auf das Ergebnis gespannt. Ihr lasst das, meine Empfehlung, auf jeden Fall abkühlen. Was ihr selber macht, müsst ihr nachher selber wissen. Auch cooler Satz. Ihr müsst selber wissen, was ihr macht. So, ich werde mir jetzt mal meinen Handschuh anziehen. Oh, das hat eine coole Farbe. Das kommt jetzt raus. Ja, das ist auch so ein bisschen in Ordnung. Genau so wollte ich das haben. Da das jetzt der erste Versuch ist, bin ich natürlich noch ein bisschen vorsichtig. Ich probiere das jetzt auf jeden Fall mal. Ja, Karamell. Toffifee. Nicht ganz so. Also die Karamellsoße, die ich eben gemacht habe, schmeckt ein bisschen besser. Das packen wir jetzt in eine Schüssel rein. Wie gesagt, so heiß ist es nicht. Da mache ich jetzt auch noch einen Tropfen Sahne zu. Aber so einfach ist es jetzt eigentlich, Karamell zu machen. Dose holen, im Topf, im Schnellkochpott oder im Preschokenner oder einfach Dose aufmachen und Stunde daneben stehen. Und ihr habt eine leckere Karamellsoße. So, das rühren wir uns jetzt noch mal ein bisschen schlank mit Milch, mit Sahne. Muss ich noch mal holen. Erstmal so ein bisschen. So, das müssen wir jetzt so lange rühren, bis wir dann eine schöne Masse haben. Könnt ihr auch mit dem Zauberstab machen oder den reinhalten. Oder habe ich jetzt keine Lust zu. Ich rühre das jetzt einfach schlank. Könnt ihr das eigentlich alles sehen. Man kann auch hier rüber gehen. Hättet ihr das jetzt nicht so verdünnt, hättet ihr tatsächlich so ein paar Bonchis draus machen können. Ich mache mir das jetzt im Spritzbeutel rein. So, dann packe ich mir den mal hier rein. Und da, dann lassen wir das kalt werden. Und dann mache ich meine Tartletzer, die Mürbe, die gekauft habe, werde ich damit belegen. So, das stelle ich mir kalt und dann sehen wir uns nachher wieder. So, jetzt zeige ich euch nur noch mal eine Variante, die man machen könnte. Ich habe jetzt, ne, wie gesagt, im Preschokenner hatten wir denn unsere Dosenmilch da fertig gemacht. Oder gezuckerte Kondensmilch, wie immer ihr das nennen möchtet. Dann habe ich mir das jetzt so ein bisschen so kühl gestellt. Dann habe ich hier so 4 gekaufte Mürbeteigdinger. Und jetzt mache ich mir das einfach hier rein. Nicht schön, aber selten, ne? Man hätte jetzt auch noch eine Spritztülle nehmen können, aber das wäre jetzt so eine Variante, die man machen könnte, ne? So, jetzt mache ich mir hier ein paar Haselnüsse drüber. Auch ruhig so ein bisschen das Feine, damit man nicht so das Braune so doll sieht, doch, ne? Sieht ja dann aus, ne? So, voilà. Und jetzt kommt da überall noch eine Frucht drauf oder was immer wir haben. Ein paar Beeren, in dem Fall Himbeeren und Brombeeren. Tropfen Sahne wäre gut, aber das mache ich jetzt nicht, ne? Und das ist jetzt auch nur, wie gesagt, so ein kleines Beispiel, was man machen könnte. So, jetzt machen wir ein Foto und dann ist gut. Und das hier wirklich schmeckt wie Toffifee. Einfach nur lecker. Ja, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn. Wie gesagt, der Preschokenner ist ein Zweitkanal, da kommen selten Filme, ne, weil mir die Zeit auch so fehlt. Aber das Wichtigste ist eigentlich alles da. Jetzt geht es eigentlich nur ab und zu mal ein paar Gerichte da drin zu kochen. Aber da wir ja nicht nur einkochen, wie gesagt, mit meinem Kanal Ariels Hausmannskost sind über 700 Filme, wenn ihr euch das angucken wollt. Ja, und davon könnt ihr dann halt auch Gerichte ableiten und so einkochen. Ihr müsst euch immer nur an die Temperaturen halten. Gut, okay. Dann kann ich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer, euer Ariel. Und tschüss. So, Freunde, zum Schluss möchte ich noch mal ein wenig über meine Playlisten erzählen. Wer das kennt, hört natürlich hier auf und wer es nicht kennt und Lust hat, schaut sich das noch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe über 60 Playlisten und das ist alles besser strukturiert. Da könnt ihr euch das alles noch mal in Ruhe anschauen und müsst nicht 600 Filme durchkriegen, wenn ihr dazu Lust habt. Und ich möchte sagen, eine Playlist, da findet ihr die türkische Küche, die japanische Gerichte, die günstig sind, also gerade in der heutigen Zeit und so. Klassiker der deutschen Küche, Kohlgerichte, Kaninchengerichte, vegetarische Gerichte, vegane Gerichte, viel über Soßen, ganz, ganz wichtig, ne? Reste essen,
was ganz interessant jetzt wieder zum Frühling hin. Die ganzen Dips, die man sonst so holt bei den Griechen, wie Baba Ganache, wie, was habe ich da, Granatapfeldip, Hummus, dann Walnussdip und so weiter. Also ganz, ganz viele Geschichten, bisschen über so Thermomix, Eis, dann habe ich die orientalische Küche, Kassler Gerichte, also, und dann meine 25 Top, die ich so am liebsten mache, Pizza und Eiergerichte. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Und da findet ihr alles, wo ihr drauf denn da Lust habt. Und dann braucht ihr nicht alles wirklich durchzugucken. Und ihr, oder ihr sagt sonst einfach Ariels Hausmannskost und dann das, was ihr euch gerne so wünscht. Oder jetzt ist das vorbei, so die Weihnachtszeit, ne? Dann Kartoffelgerichte wie Bauernfrühstück, Hackgerichte. Also wie gesagt, ihr hört schon, ich kann jetzt nicht alle so aufzählen, italienische Desserts und Dressing. Also ganz, ganz wichtig, ne? Also so ich das. Oder Weihnachtszeit in Ente und so. Ne? Also wie gesagt, es lohnt sich, da rein zu scrollen. Es geht alles wesentlich einfacher. Und ich kann euch dann wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch wie immer euer Ariel. Und tschüss.